Weiter geht es bei der Queen Hell. Ja, willkommen zurück nach unserem plötzlichen Ableben. Dann geht es aber jetzt weiter und mit dem neuen Plan. Wieder neuer Plan. Der sieht diesmal vor, dass wir uns ein Fleckchen suchen, wo wir erstmal eine Basis bauen, dass wir einen Rückzugsort haben, wo wir auch mal speichern können, um ja, nicht wieder solche Erkundungen zu starten, dass wir irgendwo hinlaufen, nicht wissen, wo wir herkamen. Nee, das müssen wir anders machen. Wir brauchen erstmal jetzt eine Basis. Das heißt, da wir jetzt hier eine Karte haben, da suchen wir uns natürlich auch ein Fleckchen so ziemlich zentral der Karte. Da habe ich schon mal geschaut. So, 45 West, 19,5 Ost sind wir. Das heißt, wir laufen noch ein bisschen Richtung Süden. Richtung Süden wäre da entlang. Das passt also. Und ja, da bauen wir dann unser Camp auf. Das ist dann so in etwa die Mitte von der Karte, von der aktuellen Karte. Und von dort aus können wir dann auch unsere ganzen, ja, Erkundungen starten. So, Moment, ich höre Eingeborene. Da oben. Stehen sie. So, sollen uns erstmal nicht kümmern. Solange die uns in Ruhe lassen, lassen wir die auch in Ruhe. So, ich hatte jetzt auch schon eine neue Folge gestartet, bin jedoch wieder vom Leopard oder vom, ja, ist doch ein Leopard, getötet worden. So, und muss dann nochmal neu anfangen. Ich schau grad. Ich höre Wasserschwein. Ja, es gab auch ein paar, da hinten laufen sie. Es gab auch ein paar kleine Patches. Und jetzt, nachdem ich neu eingeloggt hatte, hatte ich so festgestellt, mein ganzes Fleisch im Inventar, obwohl das geräuchert war, ist alles vergammelt. Das heißt, wir brauchen wieder neues Fleisch. Wir brauchen neues Fleisch. So, Knochen, wartet mal. Die brauche ich erstmal nicht, Knochen. Sehr schön. Wasserschweinfleisch haben wir. Früchte, die essen wir gleich mal auf. Ein paar Pilze. Ja. Bevor wir hier vergessen, die zu essen und die verrotten uns noch. Da essen wir sie alle auf. Wir brauchen die Energie sowieso. So, Kohlenhydrate hat es gebracht. Mal, die sind voll, Wasser ist voll, Protein und Fett fehlt noch ein bisschen. Aber das bekommen wir hin. So, hier liegt noch eine Kokosnuss. Ja, irgendwo hier am Fluss ist mir vorhin dieser Leopard vom Weg gelaufen. Da war ich auf der Suche nach einem Stein, weil ich wollte Holz hacken. Und dann ist mir hier mein Steinwerkzeug kaputt gegangen. Das heißt, wir können gleich mal die Augen aufhalten. Ja, wir brauchen noch unbedingt einen Stein oder zwei. Ja, hier lag doch was. Nee, schade. Ja, so ist das. Wenn man einen Stein sucht, war, da findet man keinen. Ansonsten sind die überall. Ja, ich gucke auch gleich so ein bisschen nach einem geeigneten Bauplatz. Also der sollte schon ziemlich. Nein! Nicht der schon wieder.
Okay, diesmal hat er uns in Ruhe gelassen. Genau. Wir pflücken erstmal hier ganz unbeschwert ein paar Früchte. Stein, juhu. Ja, das kann ich euch sagen, das ist gar nicht so einfach hier im Regenwald Stein zu finden. Jetzt haben wir da diesen Panther. Jetzt gucken wir mal eben, wo wir sind. 47, 19. 19 ist zu hoch. Wir müssen auf jeden Fall nach Süden. Genau da war dieser Leopard da unten. Noch ein Vogel. Nehme ich erstmal alle mit. Wenn wir dann unser Camp haben, dann können wir die da hinschmeißen. Dann können wir die auch ausnehmen. Oder wir machen hier einen auf Vegetarier. Ist auch eine schöne gerade Stelle. Aber ich wollte ja eigentlich ein bisschen südlicher. So, jetzt laufen wir perfekt. Jetzt bloß aufpassen. Schlangen eingeborenen. Irgendwo in die Falle treten. Schon wieder Früchte. Läuft heute echt gut. Ah, okay. Hier haben wir so ein Wasserfall. Hier war ich nämlich vorhin schon mal. Okay. Dann irgendwo da unten ist dieser blöde Panda. Vielleicht können wir den sogar auch später mit einer richtigen Falle. Mit einer richtigen Falle töten. Oh Mann. Ich dachte jetzt ein Stein, wollte mich schon bücken. Nee. Das wäre ein tödlicher Stein gewesen. So, Fleisch haben wir jetzt. Wasserschwein, Fleisch, Schlange, Papagei. Ja, wenn wir jetzt hier vorgehen, stoßen wir natürlich wieder auf diesen Leopard. Aber wo steckt der? Ja, ich sag mal, hier ist eigentlich eine schöne zentrale Stelle. Ja, hier, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn hier nicht so viele Bäume stehen würden. Läuft davon. Wasserschwein? Tja, ich würde sagen, hier sieht's gut aus. Hier ist ein bisschen Licht. Alles klar, hier bauen wir jetzt erstmal eine Basis, würde ich sagen. Wenn ihr einen richtig tollen anderen Bauplatz habt, das könnt ihr mir mal sagen. Ich tue ja meistens die Folgen gar nicht vorproduzieren. Ich warte einfach mal einen Tag ab, lese die Kommentare durch und wenn es dann irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann tun wir die halt gleich umsetzen. Okay. Ach, hier raschelt schon wieder.
Ja, da habt ihr mir auch geschrieben, durch diesen Unterstand, dass man dadurch diese Würmer bekommen. Aber Bambusunterstand, hier gibt es keinen Bambus. Das heißt, wir können eigentlich bloß diesen Hüttenunterstand bauen, wo man halt auf dem Boden schlafen geht, nicht anders. So, den können wir hier ein bisschen in der Ecke setzen. Der ist ja nur zum Speichern und Schlafen gedacht. Okay, so, wir brauchen lange Stöcke. Das heißt, jetzt müssen wir unsere Klinge auspacken. Hier. Diese halbgroßen Bäume suchen wir. Sehr schön. Ja, bauen wir erstmal Hüttenunterstand, da bauen wir noch ein schönes Feuer, dass wir Nahrung haben. Und was wir gleich schon machen können, das sind die Kokosnussschalen auslegen. Falls es regnet, zwei Stück habe ich nur. Das ist zu wenig. Alles klar. So, die haben wir schon mal ausgelegt. Ich hoffe mal, dass da auch Wasser rankommt. Wir brauchen noch zwei lange Stöcke. Zwei lange Stöcke. Ich traue mich gar nicht in diese Richtung zu gehen. Da ist bestimmt wieder dieser Leopard irgendwo. So, Palmblätter. Gut, unser Werkzeug ist so gut wie kaputt. Ich glaube, ein Schlag, dann ist das hier finito. Ist das eine Palme? Ja. Ein Schlag und irgendwas. Irgendwas? Ganz schön viel krabbeln ja an uns rum, Blutegel. So, Obsidian. Obsidian, ich habe da vorne einen Stein mitgenommen. Hier ist er. So, unten einen kleinen Stock. Nee. Was war denn das? Seil? Genau. Jetzt haben wir eine Obsidianklinge. Okay, und jetzt kombinieren wir die mit einem. Brauchen einen richtigen Stock, glaube. Können wir die gar nicht. Können wir die gar nicht kombinieren? Ja, dann nehmen wir die einfach. Trockenes Blatt brauchen wir nicht, da haben wir genug davon. Ah, seht ihr? Das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, dass man halt die Palmblätter immer wieder nehmen kann, dann stapelst die. Wir haben jetzt einen richtigen Schwung auf der Hand. Ich habe die immer einzeln früher geschleppt. So, sechs Stück. Sechs Stück haben wir jetzt.
Alles trockene Blätter. Hallo, komm. Streng dich an. Aber ich sag mal, das läuft schon ganz gut. Also, jetzt so mit Überleben, mit Sterben, das klappt. Wenn wir nicht gerade vom Leoparden gefressen werden, dann überleben wir auch schon eine Weile. So, Hüttenunterstand ist fertig. Okay, dann aber gleich mal speichern. So, Tag 12 haben wir's. Sehr schön. Gespeichert. Also, wir brauchen noch ein Feuerchen. Wasser haben wir, unsere Kokosnussschalen. Muss mal eben gucken, ob ich meine Trinkflasche schon voll habe. Ja, 40 haben wir da drin. Immer noch unbekannte Frucht, aber da weiß ich, die kann man essen. Die bringt Kohlenhydrate und Wasser. Ja, Fleisch brauchen wir. Wir brauchen unbedingt ein Feuer. So, Räuchergestell aus Bambus. Ja, hier gibt es leider keinen Bambus. So ein Feuer. Hier haben wir unsere Hütte. Hier machen wir das Feuerchen hin. Alles klar, wir brauchen Stöcker. Stöcker. Hier müssten ja welche liegen. Hier haben wir ja vorhin die langen Stöcker abgeschlagen. Ach, nicht darum. Und das nehmen, was er nicht soll. Ja, der Tag ist echt schnell rum. Also eine Folge schafft man. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das ist eigentlich auch gut so. Für die Früchte können wir hängen lassen. Denke mal, wir werden auch gleich eine Runde schlafen. Ah, jetzt haben wir die Stelle gefunden. Ja, hier, die habe ich gesucht. So, Feuerchen, jetzt könnten wir Feuer machen. Wir haben Wasserschweinfleisch, das können wir braten. Wir haben Klapperschlange und wir haben eigentlich noch zwei Vögel. Die können wir auch noch auseinandernehmen. Ja, gut. Würde ich sagen, haben wir unsere Basis erstmal hier eingerichtet. Wir haben das Spiel gespeichert, das ist das Wichtigste. So, wir merken uns, wo wir sind. 47, 21, da steht unsere Basis. Ja, würde ich mal sagen, das war's von Folge 1 Basisbau. Wenn ihr Tipps habt, was ich noch bauen sollte, was ich zuerst erkunden sollte, schreibt es in die Kommentare. Und ja, dann hoffe ich mal, dass es euch wieder gefallen hat und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ja, macht's gut. Bis später.